Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und willkommen zu Spotlight VR. Heute mit Song in the Smoke. Survival in VR kennen wir ja nur zu gut. Mit einem Bogen und unserem Instinkt bewaffnet, müssen wir uns vor verschiedensten Kreaturen verteidigen. Und am Ende wird der Gejagte zum Jäger. Ich bin gespannt, was uns erwartet, denn dieses Top-Titelspiel in VR hat mich schon länger verfolgt und jetzt ist es soweit. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ist es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Wie dem auch sei, es ist wunderschön. Song on the Smoke. Wir befinden uns im Hauptmenü. Und ich bin jetzt schon geflasht. Nicht nur wegen diesem Erdmännchen. Nein. Wie heißen die? Diese Entenbiber? Egal. Es sieht echt gut aus. Ich habe ein bisschen reingeschaut in das Spiel für die Einstellungen. Und ich bin wohl zufrieden mit den Einstellungen. Wir konnten... Ich bin jetzt zwar bei 100% Super Sampling, also eigentlich gar nichts eingestellt, aber das Spiel hat von Haus aus eine richtig gute Menge an Einstellungsmöglichkeiten und es läuft rund mit super Grafik. Mit den Einstellungen will ich gar nicht viel anfangen. Also Standardeinstellungen, alles top. Free Locomotion. Wir können Optionen gegen Motion Sickness aktivieren, die wir in meinem Fall jetzt nicht brauchen. Ja, super. Dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel. Neue Reise. Wir können auswählen, welches Geschlecht wir angehören. Wir sind männlich. Und natürlich die Schwierigkeitsstufe. Immer so eine Frage. Wähle ich. Leicht ist nie so eine Option für mich. Normal oder schwierig ist immer so der Gedanke, aber ich entscheide mich eigentlich immer für schwierig. Es ist ein Survival-Spiel. Wir wollen keine Almosen, wir wollen das roughe Leben uns spüren lassen. Deswegen machen wir Urgewalt. Neben diesem Platz und los. Oh. Okay. Drei Stück. Ganz ruhig. Oh. Okay. Halt Abstand. Wo ist dein Mundschutz? Baba Yaga lässt grüßen. Okay. Wir haben richtig große Pranken. Was ist das? Aha, unsere Karte. Wenn es jetzt schon so klein anfängt. Oh, das wird richtig groß. Ich freue mich. Irgendwelche andere Indikatoren. Und eine Uhrzeituhr. Witzig. Was mir gleich auffällt, der Artstyle. Der Artstyle ist phänomenal, finde ich. Ich liebe diesen Artstyle. Ich fühle mich so wohl. Es ist schön, schön farbenfroh. Und doch irgendwie authentisch. Finde ich jetzt zumindest. Für VR perfekt, finde ich. Nicht zu real, nicht zu cartoonisch. Nice. Du kannst die Bewegungseinstellung im Optionsmenü ändern. Brauchen wir nicht. Turn using air. Ja. Da ist Baba Yaga. Wir haben die... Also ich habe die Einstellung genommen, die für mich am einfachsten ist. So Skyrim-like. Bewegen mit Controller. Auch dort... Dass ich unabhängig mich anschauen, also rumschauen kann während der Bewegung. Das war mir wichtig. Aber auch die Option kann man ändern, natürlich. Halte A und lasse los, um dorthin zu springen. Beziehungsweise dorthin zu klettern, wohin du zielst. Also wir können nicht dahin zielen, aber wir können... Ah, okay. Der hält sich dann da fest. Baba Yaga, ich komme und jage dich. Flieh vor mir, aber irgendwann mal wirst du nicht mehr fliehen können. Was ist das? Ein Stein? Steine?
drücke auf LT oder RT, um Gegenstände aufzuheben. Aha. Da steht auch klein Schiefer, aber wir müssen gar nicht hinbiegen. Ich krieg dich noch, Baba Yaga. Ja, macht auch Geräusche. Wir haben keine Tasche. Okay. Wir nehmen mal einen Stein mit. Man weiß nie, was uns erwartet. Oh, oh. Was ist das? Habe ich Hunger oder heißt das, ich werde gleich verspeist oder? Führe Nahrung zu deinem Mund, um zu essen. Steine sind keine Nahrungsmittel. Gut zu wissen. Pilz. Mhm. Also der Survival-Aspekt wird da ganz groß geschrieben. Wir müssen essen. Sonst haben wir ein Problem. Haben wir irgendwo einen Indikator? Hier. Okay. Haben wir noch mal Pilze? Komm, ich hab Hunger. Ich brauche eine Spinne. Ich krieg dich. Ob das geht, möchte ich wissen. Ah! Das gesehen? Easy. Fleisch. Na gut, wir sind in der Natur. Da ist alles möglich. Ach nee, das Ding war voll. Jetzt ist es leer, das heißt, wir haben keinen Hunger mehr. Okay. Awakening! Boah, richtig geil. Oh, ich freue mich, Leute. Ich freue mich riesig. Ich kann mir richtig vorstellen, klar, das ist jetzt ein Spotlight, aber ich kann mir vorstellen, das wird eine richtig gute Reihe. Oh, frische Barons. Ja, genau. So machen das harte Kerle. Geben solche Töne von sich. Können wir springen? Das ist gut. Er bestätigt meine Vermutung, dass dies nicht geht. Ist das ein lausiges Spiel? Nein. Sind wir kleine Lappen? Jetzt brauche ich noch eine Zustimmung. Das Wasser sieht auch... ja, künstlerisch, malerisch, ob, gefällt mir. Da möchte ich mich suden. So, genug gebadet. Reicht einmal im Jahr. Oh, sieht echt. Leute, ich wiederhole mich gerne. Es sieht top aus. Es sieht einfach nur schön aus. Schön. Soll viele verschiedene Gebiete geben. Bin ich gespannt, was uns da erwartet. Drücke auf RT oder LT oder RT, um Gegenstände aufzuheben. Ja, ist mir klar. Mantel. Umhänge erlauben es dir, Gegenstände zu verstauen. Verstaue diesen Umhang, indem der über deine Schulter... Okay. Das heißt, kann ich jetzt Bären mitnehmen? Da war doch... Können wir rennen? Nein, rennen können wir nicht. Wir müssen es gleich mal testen. Klar, das führt uns eigentlich schon automatisch dahin, aber... ich möchte es gerne ausprobieren. Nee, kann man nur essen. Gut, das Tutorial wird uns ja schon darauf hinweisen, wenn wir Sachen horten können. Wäre zumindest vom Vorteil, wenn wir lange überleben wollen. Oh, schön hier. Hier möchte ich wohnen. Öffne deinen Lagermantel, indem du B drückst. B. B. Nein, das ist Menü. B. Nein, das ist nicht. Indem du B drückst. Aha. Ja, mit der Index habe ich es... Also klar, ich spiele schon ewig mit der Index-Controllern, aber wo jetzt A und B ist, wenn man die Brille aufhat, also... Come on. Unten, okay. Gut, also das ist unser... Das sind wir. Wir sind Olaf. Aha, Blutungsschaden, Kälte, Gift, Hunger, Erschöpfung. Oh, wir sind erschöpft. Okay.
Wir haben einen Mantel. Können wir den Mantel? Voilà. Ah, es bewegt sich. Aha, okay. Wir können uns frei im Menü bewegen. Dann stellen wir mal das nach unten. Guck ich besser hin. Kann ich das... Ah, nein, das geht nicht. Okay, Mantel ist nicht Mantel, kein Umhang zum Anziehen. Das ist quasi unsere Tasche. Kürbis. In getrockneten Kürbissen können Elixiere und Gift aufbewahrt werden. Aha. Das ist wahrscheinlich unsere Hand. Mörs und Stöße. Klöppel. Starke Knochen mit Stein, um einen Klöppel herzustellen. Messer. Kombiniere einen Pfeilspitze mit einem Knochen, um ein Messer zu bauen. Okay, Crafting ist möglich. Temperatur ist top. Und wir haben, ja, wir können das an die Hand legen, glaube ich. Das sind wahrscheinlich unsere... Ich hätte jetzt gedacht, dass das unser Quickslot ist, aber scheinbar nicht. Na gut. Also wir haben auf jeden Fall ein Inventar. Das ist gut. Wenn ich da blinkt, ich will da rüber. Ich will alle Hinweise sammeln. Bewege deine Hand über deine Schulter, wenn du einen Gegenstand in der Hand hältst und lass los, um ihn in deinen Umhang zu verstauen. Also doch, oder? Wenn deine Hand hält und lass... Ja, also haben wir doch. Wir haben es nicht gegessen. Wir haben es in den Umhang reingelegt, so wie erwartet. Also, das hat sich schon etabliert, dieses Item, was war das? Dieses Item, Feature über die Schulter legen. Find ich nice. Echt. Wir können uns verstecken. Das heißt, wir verstecken uns quasi. Richtig cool. Bin überrascht. Aha, okay. Wenn man es zu lange macht, dann isst er das wahrscheinlich, aber... Ah, und die werden auch gestackt. Junge. Wir bewegen uns in den Büschen langsamer, ist auch interessant. Wir haben viele Versteckmöglichkeiten, denn die brauchen wir auch. Wir sind die Jäger und dürfen nicht zum Gejagten werden. Birge eine Hand zu deiner Brust und halte um deine Karte... Ja, die Karte. Eine seltsame Krähe lockt mich heran. Ah, und das ist wahrscheinlich der Fortschritt im Allgemeinen. Röste. Ja, was naschen. Das freut ihn, im Olaf. Ich hoffe, es wird Open World. Ich hätte zwar nichts dagegen. Oh, können wir da... Man weiß nie, da ist immer ein Versteck manchmal. Ah, diesmal nicht. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so ein bisschen so eine Linie hätte, damit wir uns nicht verirren oder so. Aber Open World wäre halt eigentlich auch nicht schlecht. So ein Hybrid aus Open World und quasi so eine Linienführung, dass man weiß, wo man hin muss, wo man hin dürfte oder sollte. Aber nicht muss. Schlag Knochen um mit Stein, um einen Knöppel herzustellen. Ja, ja, genau. Das haben wir ja vorhin gelesen. Nehmen wir mal. Geil. Was machen wir mit dem Knöppel? War der falsch? Schlage Steine mit einem Knöppel. Achso, Knöppel. Oh, okay. Jetzt. Kombiniere eine Flasche mit einem Knochen. Dann noch ein Knochen. Nee, oder? Oh, und es wird auch dunkel, gell? Ja, ja. Wir werden auch ein bisschen erschöpft. Na gut. Ja, ja, falsch. Wir brauchen noch einen. Noch einen.
Baba Yaga spürt uns auf. Und es wird immer dunkler und dunkler und dunkler. Oh, das wird gut. Ja, da unten sind wir rumgelaufen. Ja, da wären noch tausende Bären gewesen. Aber wir haben genug. Gut, wir können... Also, ein Stack, ein Dreier-Stack. Müssen wir uns merken, wir können nicht Unmengen an Objekten lagern. Okay, nun denn. Rinderfasern sind für die Herstellung wichtig. Okay. Nehmen wir. Kombiniere deine Pfeilspitze mit einem Knochen, um einen... Aha. Yes. So, und das müsste ich doch eigentlich... Nee, geht nicht. Scheiße, ich muss es immer dann parat haben. Die Grip-Tasten haben irgendwie keine Funktion, okay. Ja, vielleicht kommt noch ein Hotkey-Menü. Noch sehe die roten Efeu. Winterblumen, keine Ahnung, wie die heißt. Kann man nicht klettern oder so? Nee, kann man nicht, nur das Springen. Bewege deine Hand über deine Schulter, wenn du einen Gegenstand in den Hand hältst. Und ja, ja, klar, Umhang. Haben wir ja schon gelernt. Nehmen wir mit. Mittler Schieferstein. Und viele kleine Steine. Nehmen wir alles mit. Ist wichtig. Purpur. Ich mag glauben, das ist Blut. Das ist kein Blut. Mach mir keine Angst. Um sie aufzuheben. Was ist das? Ein Köcher. Okay. Köcher erlauben es, die Pfeile zu verstauen. Verstaue diesen Köcher, indem du über deine Schulter loslässt. Okay, wir haben also einen Köcher. Jetzt brauchen wir nur noch Pfeile. War das ein Frosch? Aber ja, was führst du für... Was führst du für ein Spiel mit mir? Da unten ist nichts. Oh, Beere. Das gehört. Das war ein Tiger. Ein wild gewordener Tiger. Aber mit meinem Messer komme ich auch nicht weit. Momentan. Aber ich bin schnell und gewandt. Aber Jager, Mensch. Bist du vielleicht doch nur Freund statt Feind? Du hättest mich schon längst erledigt, wenn du könntest. Wenn du wolltest. Aber Raben sind immer so misstrauisch. Suspekt. Man darf man nicht so leicht trauen. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen was. Male Kräuter mit Mörser und Stöße, um einen Elixier herzustellen. Okay, machen wir. Wir nehmen den Stößel. Können wir den dann neu machen? Ja. Geil. Funktioniert. Führe den Stöße deinen Mund und beginne zu schütteln. Meinen Mund und dann schütteln. Mich schütteln oder? Ich habe das nicht verstanden. Was muss ich schütteln? Na, schütteln ist jetzt blöd. Also wenn das jetzt wirklich eine Funktion wäre zu schütteln, das funktioniert nicht, mein Freund. Aber irgendwas muss es ja bewirkt haben. Ich weiß es nicht. Alter. Es wird langsam dunkel und ich habe keine Fackel. Können wir uns im hohen Gras verstecken? Ja, können wir auch. Pokémon ist grüßen. Oh, Hunger, Hunger. Ah, da müssen wir hoch. Steine. Da ist aber nichts.
Ja, es ist ein einfaches, schnelles Klettermenü. Ist gar nicht mal so schlecht. Muss ja eher nicht immer dieses physikalische Klettern sein. Ich glaube, man ist mit anderen Sachen beschäftigt. Schnitze Stöcke mit einem Messer, um Waffenbestandteile herzustellen. Okay, gucken wir mal. Ich weiß zwar nicht, was ich schnitze, aber okay. Verbinde einen Zündstein auf einen geschnitzten Stock, um eine Fackel zu bauen. Okay. Nummer 2. Okay. Zünde eine Fackel an, indem du sie gegen einen Stein schlägst. Stein, komm her. Yes, ich habe Feuer gemacht. Oh, sieht das geil aus. Oh, jetzt wird's dunkel. Oh, jetzt wird's richtig dunkel. Oh, sieht das nice aus. Ah, ist auch nur begrenzt Feuer, okay. Gut zu wissen. Ist gar nicht, geht das Feuer aus, wenn wir unter Wasser gehen? Theoretisch schon. Ich weiß nicht, wie viele Steine ich habe. Ah, da steht's ja. Okay, wird es dann... Ja, wie gesagt, ein Stack von 3 geht nur. Rain. Mal ausprobieren, geht es was? Ja, geht aus und dann brauchen wir... Oh Gott, es ist dunkel. Ja gut, es wäre sowieso wahrscheinlich hier ausgegangen. Richtig geil. Können wir das schützen? Nein, können wir nicht. Hey! Einfach abgegangen. Ja, gut, es ist dieses Bindungsstück ist abgegangen. Okay. Anbrennen können wir es nicht. Ich bin fasziniert. So fasziniert, dass ich mich ablenken lasse. Was ist das? Mache Feuer. Lege zuerst Stöcke und einige Rinderfaser in das Feuerlager. Wie viele? Schlafen, speichern. Aber wie viele? Wir können also ein paar Sachen. Gelbe Gerüst, schlafen, verloren, LP wiederherzustellen, speichern. Speichern ist gut, das machen wir auf jeden Fall schon mal. Hier, speichern. Dadurch wird die aktuelle gespeicherte Reise überschrieben. Fortfahren, jawohl. Trocknungsgerüst. Lagersack. Labersack. Auf Gegenständen, die im Lagersack in der Nähe eines Lagerfeuers eingelagert werden, kannst du von jedem Lagersack aus... Aha, okay. Feuerstein. Wow, das hat einen geilen Effekt. Okay, wir brauchen erstmal Stöckens. Lege zuerst Stöcke und einige. Ich weiß halt nicht, wie viel... Was heißt einige? Wie viele? Ja, intuitiv. Lindert Müdigkeit, indem du schlafen in dem Menü eines Wandels auswählst. Schlafen. Müssen wir schlafen? Oh ja, wir müssen schlafen. Definitiv. Haben sie echt nice gemacht. Okay, das ist der Wirkungsradius scheinbar. Okay.
extra großer Kiefernstock. Und groß. Oh, wir müssen essen. Okay. Neuer Tag, neues Glück. Wir können craften. Hackerfeuer. So richtig blicke ich noch nicht. Achso, wir können hier Sachen bauen. Aha. Okay. Köcher, aha, ja, ja, klar. Platziere Pelze auf einem Gerbegerüst, um daraus Kleidung zu fertigen. Trockne Pilze, Fleisch, Innereien und Boviste auf dem Trocknungsgerüst, um sie wirksamer und langlebiger zu machen. Okay, und das war auf Gegenständen, die im Lagersack in der Nähe eines Lagerfeuers eingelagert werden. Kannst du von jedem anderen Lagersack aus. Okay, also wie so ein Riesentransfer. Interessant. Sehr interessant. Gut, wir gehen jetzt weiter. Baba Yaga wartet schon auf uns. Und ich möchte jetzt mal, dass was passiert. Können da runter. Ich habe das Gefühl, jetzt es kommt so eine freie Stelle. Wir können uns jetzt frei bewegen, glaube ich. Okay. Dann wollen wir mal. Also, hier können wir nicht runter. Frage ist, brauche ich einen Stock? Ich weiß es noch nicht. Was ist das? LP-Kraut. Okay. Können wir vielleicht aus dem und dem. Okay. So haben wir Rinderfasern gemacht. Ach, Rinder. Ja, ja, klar. Ja gut, ist einfach nur craften. Aber eine Waffe haben wir noch keine. Gut, brauchen wir dann. Wir nehmen einfach mal alles mit. Waffen haben wir jetzt einfach noch keine. Knochen. Ja, Knochen nehmen wir mit. Vergiss nicht, deinen Fortschritt an Lagerfeuer zu speichern. Okay, den haben wir fest. Wir können aber auch immer einen neuen Platz machen. Steine müssen wir jetzt auch genug haben. Knochen nehmen wir aber mit. Oh, mysteriös. Was ist das? Eine Rune. Dieser Stein ruft nach seinesgleichen. Warte auf mich! Nicht so schnell! Okay. Steine haben wir jetzt genug. Kann nicht alles vollpacken. Was ist das? Ich dachte ein Tier. Eine Riesenfliege. Das Tierkot. Was ist das? Was muss ich damit machen? Bin ich sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Na. Auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Guck mal. Hallo. Bleib da. Hey. Steine? Haben wir genug, haben wir genug. Haben wir auch kleine Steine? Ja.
Also man sieht es erst, wie viele man an den Objekten hat, wenn man sie reinlegt. Ich bin gewünscht, dass man es direkt sieht. Also irgendwie, wenn man es schon in der Hand hält. Klettern jetzt da hoch. Ein Aussichtspunkt. Halte nach dem Schatten in Form von großen Flügeln Ausschau. Ja, Baba Yaga halt. Psst. Schon wieder. Schon wieder Kackhaufen. Können wir jetzt da runterschwingen? Nee, das ist... Er sagt dann, tot. Aber man kann wenigstens so runter. Könnten. Dann gehen wir da lang. Guck uns mal hier diese Runen an. Langsam verliere ich hier ein bisschen den Überblick. Es hat irgendwas zu bedeuten, diese Tierkadaver. Oder sind das Tiernester? Ich bezweifle, dass es Nester sind, weil da ein riesen Schädel drauf ist. Das wird wohl kaum Verzierung sein. Okay. Rennen kann man wie gesagt nicht, aber auch jetzt nicht so schlimm. Wie ihr seht, ich habe schon wieder irgendwie... Ich will kurz da oben, ich habe da was gesichtet. Das möchte ich kurz mir anschauen, ob man da überhaupt hochkommt. Kann sein, dass ich jetzt im Kreis laufe. Aber wenn mich als Entdecker etwas gepackt hat, dann muss ich es herausfinden. Warum nicht? Warte, ich möchte euch zeigen, was ich meine. Da. Der Stein ist violett. Das hat auch eine Bedeutung. Na gut. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Wir werden es herausfinden irgendwann. Wahrscheinlich kann ich von da rüber springen. Never mind. Wir müssen jetzt weiter. Wir gucken uns das mal an. 2 von 3, das heißt noch ein violettes Ei muss ich finden. Wird schon wieder müde langsam. Da oben. Ich befürchte aber dieses Mal Wasserfall. Dieses Mal kann man da rein. Da ist bestimmt irgendwas versteckelt. Yes! Und zwar nichts. Schade. Schön von Mutter Natur kosten. Da. Hier ist nichts. Da ist noch eine TLP-Blume. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Schlitzestecker mit einem Messer, um Waffenbestandteile herzustellen. Will ich da rein? Nee. Bitte Stärke mit einer Messer. Okay, machen wir. Pfeile! Okay. Das da. Wo kriege ich jetzt? Oder, achso, nehme ich von dem dann? Nö. Ach, ich kriege hier jetzt Ballschaft. Aber wahrscheinlich kann ich mit Stecken, kann ich dann Pfeile machen?
Und mit Riesenstücken? Bogen! Connect bowstring to complete constructing the bow. Dry cuts to make additional bowstrings. Also ist komisch, dass manchmal Englisch-Deutsch ist, aber... Okay, das heißt, wir sammeln jetzt ganz viele Stöckens. Zwei Stöckens brauchen wir als Pfeile. Okay. Müssen da hoch. Ich will jetzt zu Baba Yaga. Das geht mir jetzt schon hier viel zu lange. Oh! Kind! Was machst du denn hier? Dann wahrscheinlich einmal außen rum. Hol uns jetzt den letzten Stein. Und dann hoffe ich, dass eine schöne Cutscene kommt, was uns eigentlich in einem eigentlichen Spiel erwartet. Hola! Verfolge das Lied zu seinem Ursprung zurück. Wahrscheinlich darunter. Das ist irgendetwas. Steckend. Jo, jetzt wird's aber bedrohlich hier. Wenn wir da runterspringen, sterben wir dann. Ich meine, das ist doch Wasser. Nee, weiter geht nicht. Er sagt ja, m-m. Wehe, da ist nichts. Da könnte doch was sein diesmal. Na, jedes Mal das Gleiche. Nee, ist einfach nur ein Effekt. Es wird langsam wieder dunkel. Wir müssen uns einen Tick beeilen, beziehungsweise ich muss mich einen Tick beeilen. Aber ja, gewartet schon. Ich komme, ich komme. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss doch was passieren. So, Baba Yaga, was hast du mir zu sagen? Du kannst Steine schweben lassen. Nee, heben. Ja, Gründe. Okay. Schau mal da rein. Let's fucking do this. Okay. Where the fuck am I? Pfeile müssen sorgfältig gemacht werden, indem du zuerst kleine Stücke platzierst. Ah, da kommt man dann zurück zu den einzelnen. Was ist? Einzelnen Kapiteln. Oh, er wird müde. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier erstmal ein Lagerfeuer machen, bevor wir jetzt hier sterben. Na? Warum geht das nicht? Kleiner Kiefernstock. Oder muss ich da mehr reinmachen? Ich weiß es doch nicht. Ich muss diese Steine reinmachen.
Okay. Aber ihr habt da nicht so viel. Oh, ich sterbe bestimmt gleich. Hat mir ja keiner gesagt, dass ich so viele brauche. Na, ja, ich verliere Energie. Oh. Okay. Kann sein, dass ich gleich sterbe, aber... Ich weiß ja, ob ich das jetzt so schnell hinbekomme. Ich krieg langsam Panik. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer neuen Gegend. Und ich werde versuchen, noch hier schnell zu überleben. Und dann sehen wir uns, ja, definitiv zur nächsten Folge von Smoke in the Song. Song in the Smoke. Song in the Smoke, ja. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Wird auf jeden Fall eine richtig gute Reise. Und das Spiel hat, denke ich mal, noch viel mehr zu bieten. Und das werden wir uns anschauen. Ab zur Atmung. Song in the Smoke. Survival in VR mit einer sehr guten Grafik und mit einer sehr guten Optik. Also Optik im Sinne von, wir haben sehr viel zu sehen. Viele Kreaturen werden wahrscheinlich kommen. Und die Gefahr ist zu spüren. Denn wir haben, wie gesagt, einen Survival-Aspekt. Wir müssen uns um die Nahrung und um unsere Gesundheit kümmern. Und auch um unseren Schlaf. Ich habe es gerade noch so geschafft zu schlafen. Und bin gespannt, was uns die nächste Folge wartet, wenn ich daraus eine Reihe mache. Und ich denke, ich werde das tun. Denn das Spiel bietet so viel. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und euch hat es gefallen. Lasst es mich wissen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer AnalFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.